Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wird ein spannendes Webinar, das kann ich versprechen. Und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Und ja, bevor ich jetzt an den Manuel übergebe, müssen wir uns einmal kurz den Risikohinweis anschauen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns der Manuel heute zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sehr gut. Okay, Manuel, dann übergebe ich ja sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Okay, super. Mache ich mal kurz den Bildschirm klar. Übertragen. Der Bildschirm ist Da zu müsste sehen. man auch schon sehen. MetaTrader ist jetzt zu sehen, genau. Super, das freut mich. Der MetaTrader, geht es schon mal gut los mit der Technik? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die schöne Einleitung, Nelson. Und heiße Sie natürlich alle recht herzlich willkommen heute Abend zum Forex-Screener-Webinar. Wir teilen das Webinar in drei Teile. Im ersten Teil werde ich nochmal darauf eingehen, warum das Marktscreening so wichtig ist, gerade für unsere neuen Zugänge, was sie damit bewirken können. Im zweiten Teil werde ich den Forex-Screener mit den ganzen Neuerungen vorstellen. Wer es von Ihnen schon gesehen hat, hat bemerkt, dass der Forex-Screener sich ja weiterentwickelt hat. Und ich werde dementsprechend die ganzen Updates mal vorstellen. Und im dritten Teil werde ich dann auf einzelne Filter eingehen, beziehungsweise suchen wir zusammen Praxisbeispiele raus, wie wir Trading-Setups finden. Sie können Ihre Fragen stellen zu Filtern, können mich fragen, wie Sie spezielle Setups finden können mit einem Marktscreener, die Sie gerne handeln möchten. Und dann wird auch schon die Zeit langsam rum sein, deswegen fange ich gleich mal an. Und genau, teile Ihnen mal mit, warum aus meiner Sicht das Thema Marktscreening immer relevanter wird. Und zwar habe ich immer ein Beispiel aufgemacht, wie man es bei den ganzen oder wie man es bei vielen Tradern eben so zu Hause findet. Man findet einen MetaTrader mit etlich vielen offenen Charts. Darüber findet man einige Indikatoren und man hat eben relativ viele Informationen abgebildet, viele Charts. Meistens mehrere Monitore, wo Sie auch mehrere Charts finden. Zusätzlich läuft im Hintergrund irgendwie noch der NTV-News-Sender, da Sie auf News warten, bis sich der Markt ordentlich bewegt. Und das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass Sie zu viele Informationen haben, sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren können und dementsprechend Trade-Möglichkeiten verpassen. Die Sachen, die dann wirklich relevant sind, die da haben Sie dann wahrscheinlich nicht den richtigen Fokus darauf. Und das ist ein sehr großes Problem. Dann gibt es eben noch ein gegensätzliches Problem dazu. Das findet man auch bei einigen Tradern, also habe ich schon wirklich oft gesehen. Da sieht das Setup zu Hause dann einfach so aus, dass einfach nur zwei Charts offen sind. Die Lieblingscharts sind es dann meistens mit dem DAX und irgendwie den Euro-US-Dollar oder ein anderes Major-Paar. Und da geht es darum, eben nur darauf zu warten, bis der Markt irgendetwas hergibt, was wir denn traden können. Und die Trading-Setup-Gelegenheiten, die sind eben auch zeitlich abhängig. Heißt, wenn wir nach dem Feierabend nach Hause kommen, dann ist das keine Garantie, dass der Markt jetzt uns irgendwie ein Setup gibt. Der Markt kann eben zu dem Zeitpunkt ruhig sein, wenn Sie gerade hineinschauen. Und es muss klar sein, dass man nicht in den Märkten herumfischt, wo es eigentlich sowieso nichts zu holen gibt, sondern vom Mindset her muss man sich mal überlegen, dass man dann einfach die Trading-Setups in den Märkten sucht, wo was los ist. Und das können Sie eben mit einem Marktscreener fertigstellen, sage ich mal. Das ist eben so auch die ganze Hintergrundidee vom Forex-Screener, warum er so entwickelt wurde. Und ich würde ihn hier mal an der Stelle zum ersten Mal zeigen. Der Forex-Screener ist eben ein Softwareprodukt, mit dem Sie den Markt scannen können. Sie können
Sie müssen nicht mehr darauf warten, dass der Markt Ihnen etwas gibt, sondern Sie können mit diesem Tool sagen, ich bin jetzt auf der Suche nach einem Symbol, was ein sehr hohes Momentum hat. Und der Screener sucht mir diese Symbole alle heraus und zeigt sie mir an. Und der große Vorteil ist eben, ich muss nicht mehr alles gleichzeitig beobachten, sondern das macht eben die Software für mich. Ich source die Arbeit aus, ich lasse mich da auch nicht ablenken. So ein Computer rechnet auch um einiges genauer, als man es selber so machen kann. Und ich kann einfach hervorgehen und sagen, ich suche gezielt ein Setup, das ich handeln kann mit den und den Kriterien. Und ich habe vor circa einer Stunde im Markt, als ich nochmal die Software kurz gecheckt habe, habe ich vorhin auch gleich mal ein Musterbeispiel gefunden, was ich Ihnen gerne mal kurz zeigen möchte, damit Sie sehen, dass das quasi auch wirklich funktioniert. Und zwar habe ich mal den US-Dollar-Yen offen im M5. Und ich habe vorhin in dem Forex-Screener einfach mal ein Setup gesucht, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne mal mir alle Symbole heraussuchen, die Forex sind, die auf dem Zeitintervall M5 sind und die sehr dicht am gestrigen Hoch dran sind, beziehungsweise an dem Hoch vom letzten Handelstag. Das waren einfach drei Parameter, die ich in meine Software eingegeben habe. Und dementsprechend unten haben wir mal so einen Ergebnisbereich, wo uns dann nach unseren Kriterien die Suche, unsere Ergebnisse gefunden werden. In dem Fall haben wir 8 Ergebnisse gefunden. Und da ist mir dann eben der US-Dollar-Yen aufgefallen als M5-Asset. Und ich habe das Ganze dann mal als Chart festgehalten, so wie das zu dem Zeitpunkt aussah, als ich das Setup eben gefunden habe. Da kann man auch noch mal sehen, dass hier unten der kleine Zipfel, der ist hier drüben auch zu sehen im richtigen Chart. Also es hat sich jetzt eben schon weiterentwickelt und man kann eben sehen, der Zeitpunkt dort, ups, noch mal weg, der Zeitpunkt dort war ungefähr dann eben der Zeitpunkt hier. Und was Sie jetzt in dem Chart auch noch sehen, ist eben die orangene Linie, die das gestrige Hoch einzeichnet. Wenn wir mal zurückscrollen, dann sehen wir hier, war das gestrige Hoch im Chart gewesen gestern. Und es gibt dort eben immer solche Zusammenhänge mit den Hochs, dass das oft Widerstände sind. Das sieht man dann eben auch heute. Hier gab es einen Abpraller an dem gestrigen Hoch. Dann ist es hier eben nochmal abgeprallt. Hier haben wir einen Abpraller. Dann ist der Markt über das Hoch hinausgeschossen. Und von dort an sieht man dann eben so einen Abwärtstrend. Und zu dem Zeitpunkt, als ich eben den Screener angeworfen habe, kann man dann eben sehen, dass der Widerstand, den wir gestern schon hatten, nochmal angelaufen wird. Und das wäre eben unser perfekter Einstieg für einen Short gewesen, da wir nämlich sehen können, wir haben hier tiefere Hochs, wir haben hier unseren Widerstand, wir haben den Durchbruch, wir haben hier den Zeitpunkt, wo wir gescreent haben und gehen natürlich davon aus, dass wir jetzt einen intakten Abwärtstrend haben und können dementsprechend schön am Widerstand einsteigen und die Bewegung nach unten mitnehmen. Das war jetzt mal ein kleines Beispiel-Setup gewesen. Davon können wir uns gerne nachher noch mehrere angucken. Und ich würde jetzt im nächsten Schritt erstmal kurz auf den Forex-Screener eingehen, damit Sie sehen, wie Sie den benutzen können. Und damit Sie auch sehen können, was es jetzt so für neue Updates gibt, die es beim letzten Mal noch nicht gab. Speziell natürlich dann für die Leute, die beim letzten Mal schon mit dabei sind oder in der Zeit auch den Forex-Screener genutzt haben. Also würde ich mal kurz die Seite neu laden. Nur einen kleinen Moment. Und wir sehen jetzt den Screener. Und was man hier auf dem ersten Blick eben so erkennen kann, wir haben eine große Menge von Filtern in diesem ganzen Bereich. Ein Filter ist eben dadurch gekennzeichnet, ja, durch diese Darstellung. Wir haben hier dann so eine Dropdown-Option, wo wir uns Sachen aussuchen können. In dem Fall haben wir den Asset-Kategorie-Filter und in dem können wir eben sagen, wir suchen
alle Assets, die Forex-Währungspaare sind. Oder wir suchen zusätzlich noch Assets, die auch ETFs sind. Und die Auswahl, die ich hier treffe, wird in meiner Ergebnisliste unten dann eben berücksichtigt. Jetzt können wir noch hinzufügen, zum Beispiel, dass wir vom Zeitintervall das Ganze ein bisschen eingrenzen wollen und wir wollen uns nur alle M5 Symbole anzeigen lassen. Und dann können wir eben noch weitere Filter hinzupacken, so je nachdem, wie wir unsere Trading-Setups dann eben suchen wollen. Das heißt quasi, wir haben Filter zum einen und manchmal kommt es dazu, dass wir Filter haben, die sehr ähnlich sind, sozusagen verwandte Filter. Und die haben wir für Sie zusammengefasst in Gruppen. Und eine Gruppe wird dann eben durch so eine Darstellung dargestellt. Wir haben jetzt hier eine Gruppe namens Kerzen in Folge. Und die können wir einfach aufklappen. Und wir sehen, wir haben in dieser Gruppe zwei Filter. Also eine Gruppe gruppiert eben mehrere Filter. Und hier können Sie auch Ihre Auswahl treffen, beziehungsweise den Filter eben ganz normal bedienen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den grüne Kerzen in Folgefilter, treffe jetzt meine Auswahl und wir suchen jetzt aktuell nach allen Assets, die sechs grüne Kerzen in Folge haben, mindestens sechs grüne Kerzen in Folge haben. Und wenn wir unser Filter-Setup oben abgeschlossen haben, dann scrollen wir nach unten und landen in unserem Ergebnisbereich, in dem uns alles angezeigt wird, was unser Filter-Setup uns hergibt, beziehungsweise was eben der gesamte Markt uns hergibt. Uns wird angezeigt, wie viele Ergebnisse gefunden werden. Und die Ergebnisse konkret sehen Sie dann eben hier in einer, ich sag mal, Kacheldarstellung. Hier haben Sie dann eben ein Preview von dem Chart. Sie können den Chart navigieren auf kleinere und größere Zeitintervalle. Und Sie sehen hier auch detaillierte Beschreibungen zu dem Asset, welches für Sie jetzt am Markt gefunden wird, das auf Ihre Kriterien zustößt. Da haben wir jetzt den US-Dollar, türkische Lire auf W1. Hier haben Sie dann noch eine Beschreibung, was das Ganze überhaupt ist. Also oftmals haben Sie auch irgendwelche Aktien, die Sie vielleicht gar nicht mal kennen. Da wäre es ganz gut, mal zu wissen, was es denn überhaupt ist. Dann sehen Sie hier dementsprechend die Asset-Kategorie, ob es ein Forex ist oder eine Aktie ist. Sie sehen hier immer die Beschreibung, falls Sie mit dem Kürzel nichts anfangen können. Und in der Karte sehen Sie dann auch noch die aktuellen Daten, sowas wie Ask und Bid. Bid ist hier drüben. Und wir haben hier noch die, na, ich sag mal, die relevanten prozentualen Veränderungen von der aktuellen D1-Kerze, sprich heute, von der aktuellen Woche und vom aktuellen Monat. Und je nachdem, welche Filter Sie hier oben ausgewählt haben, haben wir unten für Sie die Darstellung auch nochmal zu dieser Kachel hinzugefügt. Also wir suchen jetzt nach allen Assets, die mindestens sechs grüne Kerzen in Folge haben. Ups. Und genau, das Ganze wird dann eben, also dieser Filter wird eben unten für Sie nochmal dargestellt. Die Ergebnisse sind auch nach den Kennzahlen sortiert. Heißt quasi, dass das Asset mit der höchsten Anzahl von grünen Kerzen in Folge als erstes gefunden wird. In dem Beispiel sind es eben neun grüne Kerzen. Und das wird dann eben mit den weiteren Ergebnissen wird das eben auch weniger. So dass wir zum Schluss auf der Seite 3, wir haben noch mehrere Seiten, hat unser letztes Asset mindestens sechs grüne Kerzen gefunden. Und alles, was weniger als das hat, das wird auch gar nicht berücksichtigt. Ja, und wenn Sie jetzt so dann Ihr Ergebnis bzw. Ihr Asset gerne im MetaTrader begutachten wollen, dann können Sie das einfach ganz einfach machen, indem Sie nicht das Asset im MetaTrader manuell aufrufen, sondern Sie können so hervorgehen, dass Sie sich unser Add-on installieren. Das ist auch völlig kostenfrei. Und Sie können per einfachen Mausklick auf das Asset in diesem Bereich, können Sie sich eben im MetaTrader das Ganze öffnen lassen. Man sieht jetzt schon im Hintergrund, hat sich das Ganze geöffnet. Der US-Dollar, türkische Lire auf W1 mit den grünen Kerzen eingezeichnet.
9 Stück in Folge. Die aktuelle Kerze wird nicht berücksichtigt, da diese ja noch ins Negative sich drehen könnte. Und somit haben Sie mit minimalem Aufwand eben das herausgefunden und sich gleich anzeigen lassen können, wonach Sie suchen. So. Und für die Leute, die den Forex-Screener jetzt schon vorher kannten, die haben eben schon gesehen, es gibt hier die Darstellung der Ergebnisse, ist natürlich jetzt so komplett neu. Wir haben die Detailseite haben wir entfernt. Da hat sich einfach ergeben, dass die eher nicht so relevant war für die meisten Trader, sondern die meisten Trader, denen reicht eben eine kleinere Darstellung von den Chart. Und wenn das Asset für sie interessant ist, dann schauen sie sich das sowieso im MetaTrader an. Und deswegen ist die Detailseite bei uns dann einfach rausgeflogen. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zu sortieren. Und dafür haben wir einfach ein kleines Sortierelement eingebaut. Und anhand des Buttons können Sie dann eben Ihre Ergebnisse auch aufsteigend oder absteigend sortieren. Sprich quasi jetzt haben wir vom Größeren zum Kleinen die Sortierung drin. Wir haben zuerst die 9 grünen Kerzen in Folge Assets. Wenn wir uns vielleicht doch lieber zuerst die 6 grüne Kerzen-Assets anzeigen lassen wollen, dann klicken wir auf den Button drauf und haben jetzt dementsprechend das Asset zuerst da, welches 6 grüne Kerzen in Folge hat. Wenn wir mehrere Filter ausgesucht haben, dann können wir auch in diesem Bereich aussuchen, nach welchem Filterwert unsere Ergebnisse sortiert werden sollen. Also beispielsweise könnten wir jetzt oben noch einen weiteren Filter aussuchen. Nehmen wir mal die Veränderungen vom Tag, die prozentuale Veränderung. Und wir wählen uns jetzt hier zusätzlich als Filter aus, dass wir uns alles anzeigen lassen, was mehr als 0,1% heute gemacht hat. Und dann sehen wir, dass wir jetzt nur noch 7 Ergebnisse haben. Und hier können wir jetzt auswählen, wonach das Ganze sortiert werden soll. Also entweder nach den grünen Kerzen in Folge oder nach der Tagesveränderung. Genau. Und ganz wichtig für Sie ist eben auch noch zu wissen, da wir so viele Filter haben und das Ganze auch ein bisschen unübersichtlich wird oder man eben auch nicht aufgrund der Filterbeschreibung gleich immer weiß, was gemeint ist, also wie der Filter dann überhaupt agiert, haben wir auch noch ein neues Feature eingebaut. Und zwar gibt es jetzt hier so Buttons an den Filtern. Und wenn Sie darauf klicken, dann öffnet sich ein Pop-up mit einem Video und Sie erhalten die Informationen, die Sie benötigen, damit Sie verstehen können, wie der Filter funktioniert in Form eines Videos. Sie können sich das Video anschauen, danach wissen Sie, wie das Ganze funktioniert und dann können Sie eben weiter in den Markt screenen. Dazu muss ich noch sagen, dass aktuell nur für den ersten Filter das Video vorhanden ist. Wir werden die weiteren Videos natürlich jetzt noch aufnehmen, sodass dann bald jeder Filter eine entsprechende Videobeschreibung hat und unsere Neuzugänge auch dann verstehen können, wie die ganzen Filter zu benutzen sind. Genau, unsere Suche oben, die bleibt ganz normal. Dort können Sie suchen, nach welchen Kriterien Sie eben am Markt suchen möchten. Und als letztes großes Update, sage ich mal, bis jetzt, ist noch dazu gekommen, dass Sie jetzt bei manchen Filtern auch eine Mehrfachauswahl treffen können. Also, dass Sie eben nicht nur sagen, das Asset muss jetzt unbedingt ein Forex-Währungspaar sein, sondern es kann eben ein Forex-Währungspaar sein oder es kann auch ein Indiz sein oder es kann auch ein Kryptowährungspaar sein. Diesen Multi-Select-Filter, den haben Sie auch bei den Zeitintervallen, sodass Sie da auch mehrere Zeitintervalle aussuchen können, auf denen Sie gerne unterwegs sind. Genau. Dann haben wir jetzt die Updates erstmal durchgesprochen. Und an dieser Stelle, denke ich, ist es ein ganz guter Zeitpunkt, wenn wir jetzt vielleicht irgendwelche Fragen, die bisher angefallen sind, beantworten. Von daher würde ich jetzt mal kurz in den Chat reinschauen, sich hier schon was ergeben hat. Genau, eine Frage. Wird das Ergebnis, zum Beispiel Filterungen nach 6 grünen Kerzen oder was auch immer, ständig automatisch aktualisiert?
Nee, das ist keine Funktion. Also Sie haben immer den Snapshot zum Filterzeitpunkt. Das heißt quasi, wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt den Filter mit den grünen Kerzen in Folge und haben jetzt beispielsweise 10 grüne Kerzen in Folge gefunden auf dem Zeitintervall M1. Und jetzt könnte es sein, dass eben in der nächsten Minute gleich eine rote Kerze performt wird vom Markt. Dann wird die Ergebnisse, die werden sich eben nicht aktualisieren, sondern es wäre dann vielleicht auch ärgerlich, wenn das Ergebnis weg war, weil es dann auch nicht, also vielleicht ist die neue Veränderung im Markt auch gar nicht so relevant für Sie. Und von daher wird das Ganze eben gespeichert. Wenn Sie das aktualisieren wollen, zum Beispiel, Sie haben die Filtereinstellung gemacht, schauen sich das Ganze an und wollen jetzt nochmal prüfen, ob das Resultat dann immer noch Ihren Kriterien entspricht, dann können Sie einfach den Filter rauslöschen. Das machen Sie ja immer, indem Sie die Mülltonne, also dieses Icon hier anklicken. Und dann können Sie das Ganze einfach nochmal neu auswählen. Und dann haben Sie eben die aktuellsten Ergebnisse. Schauen wir mal, ob es hier noch weitere Fragen gibt. Genau. Speicherung der Filter in Klammern zum Beispiel als Template möglich. Das ist das nächste Feature, welches entwickelt wird und welches spätestens zum nächsten Webinar mit drinne sein wird in der Software. Zwar haben wir uns gedacht, damit Sie Ihre Strategien, die Sie handeln mit dem Forex-Screener, damit Sie die nicht jedes Mal neu einstellen müssen, beziehungsweise Ihre Filterkriterien neu einstellen müssen, werden wir implementieren, dass Sie Ihre Filter auch speichern können. Und dann können Sie die jederzeit auch abrufen und müssen sich nicht das mühsam alles wieder zusammenklicken. Da bitten wir eben noch um ein bisschen Geduld. Das wird dann ja zeitnah kommen. Spätestens, wie gesagt, zum nächsten Webinar im Dezember wird es vorhanden sein. Genau. Dann gibt es hier noch eine Frage. Indikator X in 5 Minuten, Indikator Y in 15 Minuten Zeitintervall gleichzeitig scannen. Genau, das ist ein, naja, ich sag mal, komplexer Punkt. Also angenommen, wir haben jetzt den RSI-Filter und wir wollen uns jetzt alles heraussuchen, was beispielsweise einen höheren RSI-Wert hat als die 80. So, dann haben wir jetzt neue Ergebnisse. Und speziell in diesem Fall ist es eben so, dass der RSI-Filter auf jedem Zeitintervall unterschiedlich aussieht. In unserem Ergebnisbereich steht ein Ergebnis immer für die Kombination aus dem Asset und dem Zeitintervall auch. Das heißt quasi, wenn Sie jetzt auf M5 und M15 einen RSI-Wert von über 80 haben, dann würde das jetzt hier angezeigt werden. Wenn es aber nur ein Zeitintervall gibt, dann wird nur dieses eine Zeitintervall angezeigt werden. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, Sie wollen gerne, dass das auf M15 größer 80 sein muss und Sie haben einen weiteren Filter, dessen Kriterien auch erfüllt werden muss auf einem anderen Zeitintervall, dann geht das nur mit manchen Filtern. Das hängt nämlich dann davon ab, ob dieser Filter auf alle Zeitintervalle zutrifft oder nicht. Kurzes Beispiel dafür. Wir nehmen uns jetzt nochmal die Veränderung von dem heutigen Tage. Die Tagesveränderung, die soll größer sein als, nehmen wir mal 0,5%. Genau, oder stellen wir das mal noch ein bisschen runter. Nehmen wir jetzt mal alles, was eine positive Tagesveränderung heute gemacht hat. Und Sie sehen jetzt unten, da dieser Filter auf alle Zeitintervalle zutrifft, werden dementsprechend auch alle Zeitintervalle angezeigt. Sprich, der VStocks, der ist eben auf M1 ist er bei heute 7,34% und auf M5 bis zum höchsten Zeitintervall hat er eben die gleiche Tagesveränderung. Mit diesem Filter können Sie das eben so machen, dass Sie jetzt zusätzlich noch den RSI-Filter hinzunehmen und dann haben Sie eben genau diese Kombination. Also Ihnen ist jetzt beim RSI egal, auf welchem Zeitintervall und bei der Tagesveränderung, da trifft das Ganze sowieso auf jedes Zeitintervall zu.
Ich hoffe mal, dass das jetzt so einigermaßen verständlich erklärt war. Und falls nicht, dann können Sie ja gerne nochmal nachfragen. Genau. Dann würde ich an dieser Stelle gerne noch ein paar Filter vorstellen, beziehungsweise können wir mal Ausschau halten, ob wir jetzt noch ein paar Trading-Setups finden. Und wir haben ja zum Beispiel einen sehr interessanten Filter, der ist auch montags immer sehr gefragt, da wir am Montag eben Gaps haben über das Wochenende. Und der Filter, ja, dann nehmen Sie eben den Aktien-Gap-Filter oder eben den Wochenend-Gap-Filter. Da können Sie die Auswahl treffen, dass die Aktien-Gap größer sein soll als 0,01%. Und dementsprechend suchen wir hier nach allen Aktien, die über das Wochenende beziehungsweise zum Vortag eine Gap gemacht haben. Und wer von Ihnen schon mal die Handelsstrategie Gap Trading gehandelt hat, der weiß eben, dass es sehr, ja, sehr schwer ist, dann zur Markteröffnung alle Assets durchzuklicken, mühsam und zu schauen, ob die Gap jetzt auch groß genug ist, beziehungsweise ob da überhaupt eine Gap vorhanden ist. Und dementsprechend mit dem Marktscreener ist das Ganze viel einfacher. Wir machen hier einen Klick und können uns alle Assets anzeigen lassen, die eine Aktien-Gap haben. Und wir sehen jetzt hier schon, dass hier die Aktien-Gap-Größe 20,36% ist von SAP. Und dann können wir uns das Ganze eben mal anschauen. Klicken einmal auf das Asset drauf. Im Hintergrund wird das Ganze schon geöffnet. Und man sieht hier, dass sich die Gap auch einzeichnet. Also ich habe für die Leute, die es noch nicht kennen, ich habe hier in der rechten oberen Ecke das Forex-Screener Add-on installiert, welches mir die Assets, die ich anklicke, im Hintergrund öffnet in meinem MetaTrader. Und die Filter, die ich aussuche, die werden auch eingezeichnet. Das heißt, ich habe jetzt gerade den Gap-Filter genutzt, um nach allen Aktien zu screenen, die eben eine Gap gemacht haben. Und die Gap wird auch eingezeichnet. Und man kann jetzt hier sehen, ja, das war jetzt eben eine ganz schön große Gap. Korrektur lief auch so ein bisschen an, aber es ist eben überwiegend einfach ein Bruch drin. Also, wenn man so eine große Gap hat, würde ich jetzt auch nicht die Gap-Close-Strategie auspacken, sage ich mal, weil ab einer bestimmten Gap-Größe macht diese Strategie einfach keinen Sinn. Aber wir können ja hier mal schauen, indem wir unseren Fullscreener noch ein bisschen verfeinern und sagen, wir wollen uns jetzt nicht mehr alle Aktien anzeigen lassen auf allen Zeitintervallen, sondern wir wollen das Ganze nur noch auf M5 sehen und auf H1 sehen und bekommen dementsprechend weniger Ergebnisse angezeigt und können uns jetzt auch mal eine andere Aktie anschauen. Und dann nehmen wir uns mal die Bechtle AG, klicken hier auf und wir sehen, dass hier auch eine sehr große Gap vorhanden war. Und ja, die Gap wurde eben also fast geschlossen. Also ich denke mal, so zu 70% wurde die geschlossen. Und diejenigen, die eben die Strategie verfolgen, dass bei Markteröffnungen direkt in den Markt reingesprungen wird, was ich jetzt so auch nicht empfehlen würde, also nicht ohne das Bigger Picture zu analysieren, sage ich mal. Aber wenn das Ganze jetzt eben dann in der Großwetterlage auch nach Long aussieht, dann kann man diese Gap eben auch mal mitnehmen in Richtung Long und darf dann eben nur nicht vergessen, den Stop-Loss nachzuziehen, weil ansonsten wird man dann eben schon ausgestoppt, bevor die Gap sich geschlossen hat. Genau, also das wäre jetzt eine Strategie, die man so mit dem Forex-Screener abbilden kann, ohne viel Mühe. Und wir können gerne mal schauen, was der Markt jetzt so noch für uns zu bieten hat. Und einer meiner Lieblingsfilter ist dabei immer der Preismarkenfilter. Das gebe ich mal oben in die Suche ein. Da haben wir die Distanz zur nächsten Preismarke. Die soll eben sehr klein sein. Nur mal 0,1%. Und dann wird uns eben jedes Asset angezeigt. Wir haben ja auch noch einen Aktien-Gap-Filter drin, den müssen wir natürlich noch entfernen. So, dann haben wir hier schon 189 Ergebnisse und wir können uns
wir das Ganze eben noch verfeinern, dass wir sagen, es soll jetzt nicht nur dicht dran sein an einer Preismarke, sondern wir wollen jetzt vielleicht auch noch ein hohes Momentum haben. Und das Ganze machen wir mit zum Beispiel dem RSI oder nehmen wir mal den das Bollinger Band. Und mit der aktuellen Konfiguration sage ich, lieber Forex-Screener, bitte zeig mir alle Assets an, die über den Bollinger Bändern sind und die eben sehr dicht an einer Preismarke dran sind. Und dann schauen wir mal, ob wir was gefunden haben. Haben wir jetzt neue Ergebnisse gefunden. Klicken wir mal auf das Erstbeste, was wir hier gesehen haben. Ah ja. So, und jetzt sieht man im Hintergrund der Euro-Neuseeland-Dollar wurde geöffnet, automatisch für uns. Wir sehen die Bollinger Bänder eingezeichnet im Markt. Wir sehen einen ziemlich stabilen Anstieg auf der M1, auf dem Zeitintervall. Und was wir noch sehen, ist eben die dunkelblaue Linie, die die Preismarke ist. Also die wird eingezeichnet bei 1,27. Und wenn wir jetzt so ein Setup haben, dann sollten wir das natürlich nicht blind handeln, sondern wir sollten darauf achten, ja, wie die übergeordnete Lage ist. Das machen wir, indem wir uns auf Tagesbasis zum Beispiel mal angucken, ob wir hier einen klaren Trendverlauf haben, den wir an dieser Stelle jetzt ja nicht wirklich haben. Also hier ist vielleicht so ein kleiner, ein kleiner Anstieg nach oben zu sehen. Und da müssen wir natürlich schauen, ob das Ganze jetzt auch auf den kleineren Zeitintervallen mit unserem Setup gut zusammenpasst. Danach ist natürlich noch darauf zu achten, wie signifikant die Widerstände sind, die wir halt eingezeichnet haben, was in dem Fall unsere Preismarke ist. Und man kann eben sehen, bei unserer aktuellen Preismarke gab es hier schon mal so ein bisschen Widerstand, wo das Asset einfach abgeprallt ist. Wir haben hier auch ja, keine wirklichen Abpraller, also die so direkt an der Preismarke stattgefunden sind. Und man kann aber in der Vergangenheit erkennen, dass das Ganze dennoch mal signifikant war. Und dementsprechend für einen Scalp an dem Widerstand, ja, den hätte man dort vielleicht mal eingehen können. Aber wir haben auf der Minute 1 eben unser Setup gefunden. Und hier könnte man speziell in diesem Fall eben darauf warten, dass der Markt wieder herunterfällt. Also wir haben eben diesen rasanten Anstieg und könnten jetzt darauf warten, dass der Markt shortet, an unserem Widerstand angekommen ist und dementsprechend weiter nach oben geht. Das Ganze müsste man sich jetzt mal auf der Watchlist eben bereithalten. Aber dieses Setup ist jetzt keins, welches man instant eingehen sollte, sondern welches man eben einfach auf dem Schirm haben sollte und dann ich denke mal so innerhalb der nächsten Stunde, wenn der Markt unten angekommen ist, dann eingehen kann. Dann können wir mal im Forex-Screener schauen, ob wir auch noch ein anderes Momentum haben können. Aktuell haben wir ja den Bollinger-Bandfilter zu der Preismarke hinzugefügt. Und wir könnten an dieser Stelle auch den RSI-Indikator nehmen, indem wir einfach sagen, wir wollen jetzt alles finden, was einen größeren RSI-Wert als 80 hat und dicht an einer Preismarke ist. Ah ja, da haben wir eben auch genau ein Ergebnis gefunden. Das ist das gleiche, welches wir jetzt gerade haben. Und wir können aber auch schauen, ob das Ganze eben andersrum funktioniert. Dass wir sagen, wir haben ein hohes Momentum nach unten und sind gleichzeitig an einer Preismarke dran und finden dementsprechend andere Ergebnisse. Und man sieht jetzt hier schon mal auf dem Chart, dass wir hier so eine starke Abwärtsbewegung haben auf M1. Wir können hier mal schauen, ob wir übergeordnet schon einen Trend, sage ich mal, erkennen können. Aber das Ganze sieht jetzt eher nach einer Seitwärtsphase aus. Schauen wir uns das Ganze mal in groß an. Genau, und was wir sehen ist, dass der Markt aktuell auf dem M1 Zeitintervall auf die Preismarke zuläuft,
Aber das Ganze ist jetzt auch kein Setup, welches ich jetzt handeln würde. Also das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Können wir mal schauen, ob der Markt schon mal an der Preislinie war. Man sieht hier ganz klar, dass es hier schon einige Abpraller gab. Und die Marke an sich signifikant ist, aber man eben man hat jetzt hier keinen eindeutigen Trend. Von daher sollte man jetzt nicht kann man jetzt keine richtige Entscheidung treffen, ob der Markt sich jetzt nach oben oder nach unten bewegen wird. Aber das ist in dem Fall auch nicht so schlimm, weil wir haben natürlich noch eine Menge andere Filter zur Auswahl, mit denen wir uns Setups hinaussuchen können. Und da würde ich gleich mal noch welche vorstellen, nachdem ich noch mal einen Blick in die Fragen geworfen habe und hoffe, dass es hier noch weitere Fragen gibt. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Aktuell sehe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Das ist kein Problem. Dann stelle ich einfach noch weitere Filter vor. Alles verständlich. Alles verständlich, das ist gut. ich zeige Ihnen mal einen Filter, mit dem Sie eben gute Widerstände finden können. Das hatten wir vorhin schon mal ein bisschen in dem Kickoff-Beispiel gehabt. Und zwar geht es hier um das Vortagshoch. Und das Vortagshoch, da gibt es zwei Filtergruppen, die Sie benutzen können. Die eine Filtergruppe sagt, hat Filter, mit der Sie sagen können, ich suche mir alle Assets heraus, die über dem Vortagshoch sind oder unter dem Vortagshoch sind. Und dann haben wir noch eine Filtergruppe, mit der Sie sagen können, wir suchen alle Assets, die sehr dicht am Vortagshoch dran sind. Dann können Sie das hier einfach aussuchen. Sie sagen, Distanz zum gestrigen High, kleiner 0,1%. Diese 0,1% beziehen sich immer auf den aktuellen Kurswert. Dementsprechend sagt es aus, es soll eben sehr dicht dort dran sein. Und dann können wir schon mal suchen, was wir jetzt gefunden haben. Dabei gilt wieder zu beachten, dass bei den Ergebnissen auf allen Zeitintervallen der Kurs dementsprechend gleich am Vortagshoch ist. Also das unterscheidet sich jetzt nicht von dem Zeitintervall. Von daher würde ich den Zeitintervall noch hinzufügen. Dann nehmen wir mal einfach M5. Und ich halte immer sehr gerne Aussicht. Ja, also eigentlich handle ich immer sehr gerne Forex-Währungspaare, aber wir können uns hier zum Beispiel auch mal den Bund anschauen. Mal schauen, wie dicht der jetzt dran ist mit 0,34%. Ah ja. Und dann sehen wir, dass die orangene Linie, die eingezeichnet ist, hier oben. Und wir sehen auch, dass hier unten eine blaue Linie eingezeichnet ist. Und das ist eben genau das Tief, das Vortagstief. Sie sehen, dass die Periodentrennungen, also sprich die Tage, immer eingezeichnet werden. Das ist eine Abhängigkeit von dem Template. Aber so können Sie dann sehen, dass das Ganze sich eben auf genau diesen Tag bezieht. Sie haben das Hoch und das Tief. Und hier sehen wir, dass ja, der Markt gerade jetzt auf dem Weg ist zu dem Hoch, aber der Kurs jetzt noch nicht dicht genug dran ist. Ich würde jetzt mal aus den Ergebnissen ein anderes Beispiel nehmen, wo der Kurs eben schön dicht dran ist. Aber wir haben jetzt hier gerade nichts Volatiles dabei. Deswegen würde ich mal sagen, wir suchen mal nach dem Vortagstief und schauen, ob wir da was Besseres finden. Gerne auch auf Forex-Basis. Genau. Schauen wir mal uns den Singapur-Dollar an gegen den Yen. Ah ja. Und hier kann man jetzt erkennen, die blaue Linie, die eingezeichnet wird, ist eben das Vortagstief. Das wurde quasi hier niemals durchbrochen. Und hier kann man im heutigen Tage sehen, das Vortagstief wurde ja, gleich ja, früh zur Handelssession eben durchbrochen, wurde spät dann nochmal von oben nach unten durchbrochen.
Und wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir immer tiefere Hochs haben. Und wir haben hier auch tiefere Tiefs. Und wenn wir jetzt mal auf einem höheren Zeitintervall schauen, wie signifikant quasi das Vortagstief ist als Widerstand, dann kann man eben auch sehen, dass der Kurs immer in der Nähe von diesem Vortagstief schon mal abgeprallt ist. Hier haben wir noch einen Abpraller. Hier haben wir eine Situation, wo der Kurs nur mit dem Docht heruntergeschossen ist. Man kann jetzt eben schon sagen, dass das Ganze ein Widerstand ist, der ein bisschen Aussagekraft hat. Und wenn wir jetzt uns positionieren wollen, dann heißt das Ganze, wir sollten wahrscheinlich warten, dass der Kurs von unten nach oben abprallt. Also können wir uns das Ganze nochmal auf M5 anschauen. Und wir könnten uns jetzt so positionieren, dass wir eben sagen, wenn der Kurs dicht dran ist an der blauen Linie, dass wir dann eben einen Short-Einstieg machen. Wobei man natürlich auch schauen sollte, dass sich wahrscheinlich noch ein Candle-Pattern dazu ergibt. Und da kann man eben so ein gutes Short-Setup handeln. Dann gehen wir mal zurück in den Screener. Und ich schaue mal kurz für Sie, welche Filter ich hier noch vorstellen kann. Weil wir eben sehr viele Filter haben. Wir hatten beim letzten Mal noch einen neuen Filter, den ich gerne noch vorstellen möchte. Und zwar geht es um die relative Tagesvolatilität. Den Filter finden Sie, wenn Sie ja Volatilität eingeben, finden Sie den Filter unter Basic Filter. Und das Ganze ist auch ein prozentualer Filter. Und man muss eben verstehen, dass der Markt auf Tagesbasis eben immer einen Durchschnittswert hat, wie viele Pips eine Kerze macht oder wie viele Punkte eine Kerze macht. Ich nehme uns mal zum Beispiel den Euro-US-Dollar und schauen uns den an. Dann sieht man eben, man hat Tage, an denen der Kurs eben nicht so viel Schwankung hat. Und dann gibt es aber wiederum Tage, wo der Kurs extrem viele Punkte oder Pips hinlegt in der Distanz. Und es wäre jetzt eben ein denkbarer Ansatz, dass man sagt, wir haben den Trading-Tag, der hat noch nicht so viele Stunden verstrichen, sondern es ist jetzt relativ früh in der Session, in der Tagessession. Und wir wollen uns jetzt aber alle Assets heraussuchen, die heute schon sehr viel Performance gemacht haben. Also eben relativ zum Tagesdurchschnitt, was der Markt eben sonst an einem Tag macht, wollen wir sagen, dass das schon überschritten sein muss. Und dann können wir mit diesem Filter sagen, die Volatilität soll über 100% liegen. Und das macht dann natürlich viel Sinn, wenn es eben, wie gesagt, noch, ja, ich sag mal, 10 Uhr morgens ist, beispielsweise bei den Vorreservierungspaaren. Und dann können Sie eben sehen, okay, hier gibt es jetzt ein Ergebnis. Dann schauen wir uns mal auch andere Asset-Kategorien an. Und dann schauen wir uns mal dieses Stock an. Das Ganze haben wir gescreent auf D1. Und was wir jetzt hier mit diesem Filter sehen, ist, dass die aktuelle Kerze, welche eine Tageskerze ist, eben sehr groß ist. Also die Volatilität von 100%, und sagen wir mal, 100% wären eigentlich nur die Hälfte der Kerze beispielsweise, die wurde eben überschritten. Unsere Volatilität liegt hier bei 150%. Also die Kerze ist anderthalb Mal so groß, wie sie sonst normalerweise werden würde, im Durchschnitt gesehen. Und das ist natürlich ein Tool oder ein gutes Werkzeug, um dann zu sehen, heute Morgen hat die Kerze eben schon eine sehr große Performance gemacht. Also
wird sie jetzt wahrscheinlich in die andere Richtung korrigieren. Und das ist genau der Punkt, den wir hier auch ausnutzen könnten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Kerze noch viel größer wird? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kerze jetzt an einem Widerstand angekommen ist, und zwar an dem Vortagstief, und in die andere Richtung korrigieren wird? Und wenn wir dann eben zusätzlich noch sehen, dass wir jetzt einen Aufwärtstrend beispielsweise haben, der jetzt noch nicht gebrochen würde, dann könnten wir das eben so auch als Einstiegspunkt nehmen und zu so sagen, das wird abprallen an dieser signifikanten Marke. Und wir nehmen das Ganze für einen Long-Einstieg, um dann eben in den Trend einzusteigen. Und diesen Filter, den kann man eben auch in die andere Richtung nutzen. Also wir können nicht nur sagen, wir wollen uns alle Kerzen anzeigen lassen oder alle Assets anzeigen lassen, die relativ zur Tagesvolatilität schon über dem Durchschnitt sind, sondern wir können auch sagen, wir wollen uns alles anzeigen lassen, was unterdurchschnittlich ist. Also wo die Volatilität beispielsweise unter 50% ist. Die Kerze hat nicht mal die Hälfte von dem gemacht, was sie durchschnittlich an einem Tag zurücklegen würde. Zusätzlich nehme ich jetzt hier mal noch den Vortags, Filter raus. Moment. Schon draußen sogar. Okay. Na, hier oben haben wir sehr exotische Währungspaare, die wollen wir zu uns nicht anzeigen lassen. Aber nehmen wir beispielsweise mal den US-Dollar, Hongkong-Dollar auf D1. Genau. Und man sieht hier, dass eben ja, der Markt, der befindet sich hier in einer extremen Seitwärtsphase. Ich bin gar nicht sicher, ob der MetaTrader das jetzt schon nachgeladen hat oder ob der Chart jetzt wirklich so aussieht. Nee. Ganze brauchen wir einen kleinen Moment. Habe gerade Probleme mit der Darstellung. Okay, nee, das ist einfach das Zoom-Level. Ja, und man sieht, die Kerze, die wir jetzt aktuell als Tageskerze haben, die ist eben extrem, extrem klein. Also mit dem Filter haben wir gesagt, wir wollen uns alles heraussuchen, was weniger als 50% Größe hat in der Darstellung. Und das haben wir jetzt hier gefunden, weil wenn wir jetzt mal zurückblickend schauen, dann ist eine Kerze, diese ist natürlich überdurchschnittlich groß, dann haben wir auch welche, die überdurchschnittlich klein sind, aber die Realität liegt dann irgendwo in der Mitte, dass unsere Durchschnittskerze in der Theorie vielleicht so groß ist. Und wir haben jetzt eine Kerze gefunden, ein Setup gefunden mit einer noch kleineren Kerze. Das ist eine Praktik, die Sie zum Beispiel ausnutzen können, wenn Sie, wie gesagt, entweder am Morgen sich alles heraussuchen wollen, was schon sehr viel Performance hingelegt hat, oder sich dann zum Abend eine Range raussuchen wollen, so wie wir jetzt hier eine Range auch gefunden haben, und dann dementsprechend vielleicht den Breakout nach oben oder nach unten handeln wollen. Das wäre jetzt mal ein weiterer Ansatz. Ja, dann habe ich ja, wie gesagt, also ich könnte jetzt hier noch alle Filter vorstellen, aber es werden die Videos zu den einzelnen Filtern, die werden jetzt nach und nach hochgeladen. Dann haben Sie quasi für jeden Filter eine Erklärung, damit Sie das auch selber nutzen können. Und ich würde jetzt noch mal einen Blick in die Fragenabteilung werfen, ob es hier noch Fragen von Ihnen gibt. Aktuell sind Ist keine drin, anscheinend aber alles genau, keinen können Sie drin. Okay. natürlich noch einstellen. Ich bringe aber eine Frage mit, tatsächlich aus unserem Support, was immer wieder gestellt wird. Und zwar, wenn das möglich ist, könntest du uns nochmal zeigen, wie der EA dann tatsächlich richtig installiert wird, beziehungsweise ob man da irgendwas an den Einstellungen noch beachten muss, dass wir vielleicht das nochmal auf Band haben. Das wäre Genau, super. das ist kein Problem. Gehe ich hier nochmal auf die Startseite vom Forex Trader. Aktuell hören wir dich nicht oder ich höre dich nicht. Ich weiß nicht, ob das bei den Teilnehmern so ist.
Das ist diese Webseite, wo Sie, okay, Moment. Jetzt höre ich dich wieder. Hörst du mich jetzt? Super, alles klar. Schwein gehabt. Genau, und zwar bin ich jetzt auf der Startseite vom Forex-Screener und wir haben ja in dem Menü haben wir den Punkt FS-Add-on. Da können wir mal aufgehen. Das ist die Seite, wo wir den EA bzw. das Add-on für den MetaTrader finden können und uns herunterladen können. Da müssen Sie auf den Button heraufklicken, dann können Sie das Add-on für den MetaTrader 5 herunterladen. Oder Sie klicken eben auf den Button für das MetaTrader 4 Add-on. Dann können Sie das Ganze für den MetaTrader 4 herunterladen. Aber ich empfehle es ausschließlich für den MetaTrader 5 zu nutzen, da die Plattform uns eben weitere Schnittstellen bietet, damit wir die Visualisierung auch durchführen können. Also bei MetaTrader 4 haben Sie es eben, dass das Asset im Hintergrund geöffnet wird, aber die Indikatoren werden leider nicht eingezeichnet. Also das lässt die Plattform leider nicht zu. Bei MetaTrader 5 ist das Ganze kein Problem. Dann klicken Sie hier rauf. Dann kommen Sie eben zum Download der Forex Screener Add-on-Exe. Die führen Sie einfach mit einem Doppelklick aus. Da ich die Software jetzt schon installiert habe, kann ich das Ganze jetzt nochmal nicht durchgehen, aber wenn Sie das ausführen, dann wird eben ein Wizard aufgerufen, in dem können Sie einfach auswählen, für welchen MetaTrader Sie das Add-on installieren wollen. Da wählen Sie dann einfach den MetaTrader von FX Flat aus und da wird eben nochmal gezeigt, wo das Ganze gespeichert wird. Und wenn Sie das gemacht haben, dann zeige ich Ihnen mal kurz unter Sie selber mal kurz schauen. Genau, also ich habe jetzt hier nur die Entwicklerversion drauf und nicht die Version, die Sie dann für sich herunterladen. Aber Sie finden unter Experten, finden Sie hier einen Eintrag, der nennt sich Forex Screener Add-on. Und das Ganze können Sie dann einfach per Doppelklick starten. Und das Einzige, was Sie dann noch tun müssen, beziehungsweise die zwei einzigen Sachen, sind zwei Punkte. Sie tragen in den Variablen, also unter Eingaben, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Damit der Forex-Screener eben Ihre Aktion zuordnen kann. Sprich, wenn Sie auf der Webseite ein Ergebnis auswählen, damit der Forex-Screener weiß, dass das quasi Ihre Ergebnisauswahl ist und er das Ganze im MetaTrader öffnen kann, dann nehmen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse, mit der Sie sich auch im Forex-Screener einloggen. Und die zweite große Sache, die Sie noch machen müssen, die haben wir auch auf der Webseite beschrieben. Sie müssen quasi diesen Punkt hier nochmal durchgehen, dass Sie eine URL in den Einstellungen eintragen. Dort gehen Sie einfach unter Extras Option und dann ploppt eben schon dieses Fenster hier auf mit den Optionen. Dort sind Sie im Reiter Experten und Sie müssen hier anklicken, Web Request für folgende URLs erlauben und tragen diese URL. Ups, diese URL, die wir auch auf der Webseite haben, die können Sie einfach kopieren und tragen diese dann ein und bestätigen das Ganze mit OK und dann sind Sie auch schon fertig, damit das Add-on funktioniert. Danach können Sie eben mit dem Forex Screener screenen und Ihre Ergebnisse werden im Hintergrund automatisch für Sie geöffnet. War das soweit verständlich, Nelson? Ja, ich hoffe auch für alle Teilnehmer. Aber wenn diesbezüglich noch Rückfragen sind, dann natürlich gerne immer eine E-Mail entweder an uns schreiben oder direkt an Forex Screener. Vielleicht kannst du ja nochmal ein Kontaktformular oder E-Mail kurz zeigen. Genau, und zwar können Sie uns kontaktieren. Oben rechts in der Ecke auf der Webseite finden Sie einen Button, womit Sie das Kontaktformular aufrufen können. Geben Sie einfach kurz Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse ein und Ihr Anliegen, das Sie haben, schicken das ab und dann bekommen Sie zeitnah von uns eine Rückmeldung. Da können Sie uns Fragen stellen zu der Software oder
Falls Sie generell auch Fragen zum Forex-Fehler haben, geben wir Ihnen gerne eine Antwort. Und dann ist natürlich auch noch interessant, wie man den Forex-Fehler bekommt, weil was viele auch nicht wissen, ist, dass für FX-Flat-Kunden der Forex-Fehler auch komplett kostenlos ist. Dort können Sie einfach, muss ich mich mal zu kurz mal abmelden. Ansonsten sieht man quasi die Option, sich zu registrieren, nicht. Dauert einen ganz kurzen Moment. Dann kommen wir auf die Webseite vom Forex Screener, wenn das hier geladen hat, und gehen unter Registrieren. Gelangen wir eben auf die Seite, wo Sie aussuchen können, bei welchem Broker Sie handeln. Wählen dann hier die Option aus, dass Sie eben bei FX Flat sind oder dass Sie bei Cap Trader sind. Und dann wird das Ganze eben ganz einfach für Sie gestaltet, dass Sie ein Formular haben, wo Sie Ihren Namen eingeben können, Ihre E-Mail-Adresse eingeben können und auch Ihre Kontonummer, die Sie haben, damit das Team von FX Flat weiß, dass Sie auch wirklich aktiver Kunde dort sind. Und dann können Sie Ihren kostenlosen Account beantragen, komplett ohne versteckte Kosten. Da brauchen Sie keine Angst haben. Das ist dann komplett kostenfrei für Sie. Und dann können Sie das Ganze eben so lange nutzen, wie Sie auch aktiver Kunde sind. Das heißt, wenn Sie dann später nicht mehr handeln sollten, weil Ihr Konto einfach zu voll ist, dann wird der Account für Sie auch wieder deaktiviert. Das ist kein Problem. Ansonsten haben wir auch einen YouTube-Channel, den erreichen Sie, wenn Sie bei uns im Footer reingehen, können Sie auf unseren YouTube-Channel gehen oder auf unseren Facebook-Channel gehen. Da erhalten Sie auch regelmäßig Updates zu Neuerungen und auch zu ja, Trading-Strategien. Beziehungsweise werden auf unserem YouTube-Channel auch Trades gezeigt, die Sie sich angucken können, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Und falls Sie, wie gesagt, noch weitere Fragen haben, können Sie uns einfach eine E-Mail zukommen lassen und wir werden Ihnen dann zeitnah antworten. Ansonsten würde ich sagen, bin ich dann jetzt auch schon am Schluss angekommen. Weitere Fragen gibt es heute nicht, habe ich anscheinend alles sehr gut erklärt. Und ja, dann würde ich mich schon mal recht herzlich bedanken für das gemeinsame Webinar. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das alles verständlich für Sie erklärt wurde. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Webinar auch wieder mit dabei sind, um neue Neuerungen kennenzulernen und wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend und profitable Trades und würde das Wort jetzt an Nelson wieder abgeben. Danke sehr. Super. Vielen, vielen Dank, Manuel. Sehr schönes Webinar, super mit den Praxisbeispielen. Du siehst ja auch das Feedback in dem Chat. Also vielen Dank dafür und natürlich auch ein Dankeschön an alle Teilnehmer, die heute dabei waren und natürlich das Interesse mitgebracht haben. Wenn Fragen sind, wie gesagt, einfach uns kontaktieren. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich eine erfolgreiche und schöne Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich freuen oder würde uns freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.